Peter Mayer, Sie kommen gerade von einer Pilgerreise nach Rom, präsentieren nun das Buch zur ersten Pilgerreise. Was ist das für ein Gefühl? Ja, ich stehe eigentlich so dazwischen noch irgendwo, die Begeisterung des Ankommens dürfen wir in Rom. Jetzt die Buchpräsentation, was natürlich absolut spannend ist, ist für mich eine Premiere. Ich habe eigentlich nie gedacht, wo ich 2010 das erste Mal gegangen bin, dass irgendwann einmal ein Buch entsteht. Heute ist es soweit. Was für ein Gefühl war es, an dem Buch zu arbeiten? Muss ich mir das als ein zweites Gehen vorstellen? Es geht in die Richtung, ja. Es ist natürlich wunderschön, die Fotos nochmal zu betrachten, Revue passieren lassen. Ich habe natürlich den Vorteil gehabt, ich habe damals einen Blog geschrieben, es war schon sehr viel Stoff da, der ist ergänzt worden mit Erinnerungen durch das Foto betrachten. Es war wirklich wie eine zweite Begehung, zwar ohne Schwitzen. Wird es von der zweiten Pilgerreise eben nach Rom auch ein Buch geben? Da will ich einmal sehr vorsichtig sein. Es ist für mich die erste Buchpremiere. Stoff gibt es natürlich wieder genug für Rom. Jetzt bin ich mal beim ersten Buch angekommen und ich freue mich total. Mal schauen, was entsteht. Ist es nicht irgendwo auch ein Widerspruch, auf Pilgerreise zu gehen, abzuschalten, aber gleichzeitig auch von dort zu blocken und auch an ein Buch zu denken, das man nachmachen will? Es ist ein Widerspruch, gebe ich absolut recht. Dass ein Buch entsteht im Nachhinein, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Für mich war es aber eine tolle Erfahrung. Ich bin den Weg gegangen untertags, habe es dann Revue passieren lassen können am Abend. Und das waren für mich ganz eine tolle Erfahrung, weil ich habe den Weg im Prinzip zweimal gemacht. Technik, Jakobsweg ist ein Widerspruch. Ich habe auch lange überlegt, soll ich es tun und in welchem Ausmaß. Und nachdem es nur zweimal war in der Woche, war das für mich eine verträgliche Lösung. Hinten auch mit dem tollen Feedback. Danke, dass du uns teilhaben lassen konntest auf dem Weg. Also ich würde es auch wieder tun. Wobei ich jetzt vielleicht an der Stelle schon sagen würde, den nächsten Weg mache ich mal ganz ohne Technik. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht in Zukunft, wenn ich wieder mal so einen Weg mache, wieder einen Blog geben wird.